So, ja, jetzt passt. So, sollte alles passen, dann herzlich willkommen zur John Wood League Season 5, Division 2-3 Europa im Spiel. Goomba gegen The Overpowered. Felix, sag mal was, damit ich weiß, ob das passt. Ob das passt. Ja, passt. Außer, dass ich dich nicht in-game höre. Eventuell Enable open mic on. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, gut. Dann sollte das Ganze hier passen. Und nach nur 22 Minuten Verspätung geht es tatsächlich in diesen Draft. Und ja, Goomba wird mal zeigen, was sie drauf haben. Oder ob sie überhaupt was drauf haben. Nein. Die Lobby war doch sehr getrolle. Oh, apropos. Vermutest du ein sehr einseitiges Spiel hier bei Goomba gegen die Overpowered? Nö, absolut nicht. Overpowered ist, haben wir auch im letzten Game, wir hatten vor einer Woche, vor einer Woche und zwei Tagen, Overpowered gegen Cyclones gesehen. Nee, Quatsch. Doch. Hatten wir? Okay, da war es. Ich glaube, ich nicht so lange her, wir hatten es gesehen, Overpowered gegen Team Cyclones. Ja, die ich weiß zwei nicht, sehr einseitige war. Spiele waren. In favor of Cyclones. Ja, gut. Und wenn man dann beachtet, dass Goomba da ähnlich sind und auch in der John Luther League. Wir schauen uns mal die Schedule an, wie das Ganze hier überhaupt aussieht. Wir haben einen Caster, der versucht, das ein bisschen hinauszuziehen, bis er in seinem Firefox die Ligastruktur offen hat. Genau hier. Wir haben tatsächlich Goomba mit 5-1 und Cyclones mit 6-2, also rein technically. Und Cyclones besser als Goomba und dementsprechend ist es vielleicht nicht so einseitig. Aber hey. Müssen wir sehen. Ja, Goomba, Batrider, Earthshaker, was sagst du dazu? Earthshaker freue ich mich und Batrider hat mich sowieso gewundert, warum der nicht so viel gepickt wird. Overpowered jetzt mit einem Slug-Pick. Sehr schön. Hm. Ja, gut. Also ich freue mich auf ein schönes Earthshaker-Spiel, immer. Grundsätzlich. Hm. Aber jetzt mit dem Slug natürlich schon ein Held, der direkt über die Fischer jumpen kann. Auch schon ganz gut gemacht, aber generell Shaker-Games machen immer Boom. Hey, Dank! Ja, es wird ganz interessant. Das Luck gegen Batrider ist schon mal eine sehr gute Wahl. Einfach wenn es gut getimed ist, der Duck Pack, schönes Lasso wegpurgen. Nichts Schlimmeres. Line eigentlich auch ein recht guter Pick gegen Batrider, obwohl er halt andersrum gepickt wurde. Einfach vor dem BKB ist halt schnell der Hex da. Oder halt auch schnell mal einen Finger hinterher. Ein Britzel. Glaubst du, aber ansonsten die Overpowered würden jetzt noch einen Abaddon picken wollen? Einen Batrider da komplett? Auszunehmen so ein bisschen. Tja, das ist die Frage. Reines Pickup-Liner. Ja. Ich glaube aber noch nicht, einfach weil sie hier nicht so aggressive Helden haben. Sie haben halt irgendwie Lions, Slug, Pack. Das sind halt irgendwie keinerlei Helden, die halt wirklich rein. Im Slug könnte man das mit Abaddon spielen, aber ansonsten haben sie halt nicht wirklich viel, um halt die volle Power von so einem Abaddon zu nutzen. Mit so Push und mit tanky Helden. So eine Ex-Juggernaut oder sowas hättest du dann vielleicht, aber so, glaube ich, ist es ein bisschen nicht so ganz nötig. Und ich glaube auch, Batrider wird auch ein bisschen dauern, bis es BKB hat, von daher sollte Line für eine gute Zeit des Spiels eigentlich ein guter Counter dagegen sein. Und ein Rubik. Ja, Team Overpowered macht es mit ihren Picks Goomba nicht ganz einfach, also sowohl ein Line als ein Slug, also ein Pack, kann gut auf den Batrider reagieren. Lion mit seinen zwei Disables, Slug kann sowieso, kann er eigentlich direkt mit seinem Ulti rauskommen? Weiß ich gar nicht. Naja, schon nachdem nie gesehen. Er gestunt ist, ja. Naja, wen nimmst du dann ja nicht, aber du kannst ja halt auch vorher schnell R drücken, aber du kannst ja halt auch schnell vorher Q drücken. Und du kannst halt eventuell sogar vorher schnell W drücken und da wegzuleapen, also also alle Buttons muss halt helfen ihm. Muss halt irgendwo sein Keyboard smashen. Und sobald, Hauptsache, wenn er das Keyboard mit seiner Faust trifft, dann ist er weg. Ja. Okay. Gut, das, das macht natürlich Slug zum sehr einfach zu spielenden Helden. Ja. No keyboards were harmed making this video. Oder so. Nearly. Nein. Nearly. Nearly no. Abweichung also plus minus 5% oder so. Na gut. Wollten noch raus, ein Disruptor noch raus. Also so ein bisschen Konter gegen Batrider wäre noch da, aber auch gegen Storm Spirit. Und auch Batrider wäre, also ist Disruptor ein recht guter Held. Andererseits gegen Batrider ist halt so eine Sache. Also Disruptor gegen Batrider, ne? Er blinkt halt irgendwie rein, macht auf dich ein Lasso und forst auf dich raus. Und dann irgendwie zwei Sekunden später wirst du zurückgeglimpst. Also, meh. Du bist halt irgendwie in einer Sekunde weg und die Glimps braucht auch 1 bis 2 Sekunden, um zu triggern, je nachdem von wo du kommst. Naja, es ist nicht so der perfekte Konterheld, aber Overpowered haben es rausgenommen. Außerdem
Static Storm und dieses Feld da, Kinetic Field, mit Shadow Fiend zusammen, macht halt auch keinen Spaß, wenn Puck, Shadow Fiend halt drin sind, Dream Coil. Das wäre halt ein ziemlich guter Support dafür gewesen. Welchen Support können die Overpowered noch picken, um hier so ein bisschen entgegenzuwirken? Ogre. Im Liner von Goomba. Ogre, Silencer vielleicht. Silencer wäre auch eine gute Sache, ja. Drückst einfach R von Storm Spirit. Aber der wird halt, na gut, Orchid BKB wahrscheinlich gehen. Ich glaube, es wird ein recht gutes Storm Spirit Game. Also klar, du hast Liner, aber sonst nichts. Und pack ein bisschen, ja. Bin mal gespannt. Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass sie sich hier den Support als letzten Pick noch aufsparen. Lässt ihnen aber schöne Möglichkeiten, um optimal zu reagieren auf jetzt den letzten Pick von Goomba. Ja, gut. Venge ist raus, Disruptor ist raus, ansonsten sind da noch ziemlich viele Supporter drin, ne? Im Shaker und Line raus, da kann alles kommen. Da kann Support Morphling kommen, ein Supportling oder sowas. Aber Wraith King ist gut jetzt für Goomba. Aha. Ja, es ging Shadow Fiend ganz gut, kann ich nicht so einfach in die Luft gejagt werden. Slark ist selbst auch ganz praktisch. Zweimal wird das nicht schaffen. Ja, deshalb meine ich also. In die Luft gejagt, ja gut. Einmal. Tja, Edebig. Overpowered, letzter Pick. Nyx Assassin Support. Nie Man gesehen, auch wie das nicht Sinn. So oft. Ja, aber halt auch aus gutem Grund, weil Nyx braucht Farm, um was zu tun, finde ich. Deshalb hat er auf der Offlane öfters. Auf der Offlane ist er ganz gut, besonders gegen so Dusa oder sowas. Hohe Intelligence, aber halt Support nicht sicher. Nun gut, kurze Announcement vorher. Due to technical reasons, maybe, falls das hier öfters disconnecten sollte, würden wir in Spectator-Modus switchen, weil das Delay gerade Probleme macht. Ich habe manchmal so kurze Aussetzer und dann sagt Twitch, dein Stream ist vorbei. Und wenn ich dann wieder anfange, delayt es wieder in 2 Minuten. Und das gleiche passiert bei OBS jetzt lokal. Dementsprechend, wenn das halt öfters passieren sollte, dann switchen wir auf Spectator ohne Delay und dann passt es auch. Dann können wir auch besser reden im Chat. Aber gut. Goomba vs. The Overpowered. Wir haben in der Mitte Roman auf dem Storm Spirit, ein Edebig, genau. Rubik auf Ede und Kebab übernimmt den Earthshaker. Du hattest ein bisschen gesneakt, wer Kebab ist. Felix? Ja, ich kann natürlich sein, dass Kebab aufgrund der sehr leckeren Speise natürlich auch von vielen Benutzern als Name gewählt wird. Aber wenn es der Kebab ist, dann hat er die Wurzeln in Mausports zu Beginn mit Sing Sing und Kooki zusammengespielt. Also Berühmtheiten, wenn man so will. Ja. Aber ich denke, das sollte auch schon reichen. Der Chat wird uns da direkt korrigieren, wahrscheinlich in 2 Minuten. Vermutlich, ja. Ja. Egal, aber wir haben Chill auf der Offline auf dem Batrider und Sky auf dem Wraith King. Bisher noch Solo, aber ich glaube, er wird bald Support bekommen. Nachdem die Rune gepickt wird, ja. Jeffso haben wir auf dem Pack auf der Offline. Pasulji. DJ Pazul oder sowas. PJ Salt. PJ Salt. Auf dem Nyx Assassin in der Mitte haben wir den guten André. Der gute, der so gut overpowered ist. Auf André. Samo nimmt den Line. Und das lässt Bunny als Stand-in auf dem Schlark auf der Top-Lane überbleiben. Tja. Ja. Leute beschweren sich, dass sein Headset brummt, aber da glaube ich, kannst du nicht so viel tun, ne? Mein Headset brummt. Naja, du hast halt ein Hintergrundrauschen, was doch recht hoch ist. Ich kann versuchen, die Intensität also ein bisschen runterzunehmen. Ja, dann bist du leise, das weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Der Punkt ist, glaube ich, dass du eventuell nur gucken musst, wo das Kabel hergeht. Wenn du das Kabel ein bisschen frei machen. Aber naja. Eine Sekunde. Ja, guck mal, ob du das hinbekommst. Ansonsten, ja. Es gibt viele Leute, die das. Ist halt so. Du schaust Komm in den Chat. Hä? Ja, was? Du schaust in den Chat. Ich schau überall hin, ja. Ausgezeichnet. Meine Augen sind überall. Außerdem sind meine Augen auf der Bottom Lane, wo tatsächlich ein Wraith King jetzt hier solo gegen Puck und Nyx Assassin gegen lane muss und das so ziemlich stark verliert. Sky hat da keine gute Zeit oben. Unten. Oben, unten, links, rechts, ja. Naja. Aber dafür hat Roman in der Mitte eine ziemlich gute Zeit hier. Wir haben 8-1 Storm Spirit gegen 5-3 Shadow Fiend und der ganz gut geharrissed wird. Roman hier sehr aggressiv. Aber unten Ede
bringt den Support und wird auch gleich abgefangen. Oh oh. Wir müssen jetzt hier aufpassen. Der Damage ist halt schon da. Wird zurückgeworfen, könnten eventuell sogar mit PJ Salt traden. Aber das sieht eher nicht danach aus. Ede sollte jetzt hier aufpassen, denn die nächste Bubble ist in 2, 1. Versucht das, Jeff, so? Nope. Dann wählt sich das Mana. Wieder oben auf und hat den Stun ready. Er geht aber Ede hinter die Treeline, um sich zu verstecken. Wollen wir das PJ Salt lassen? Troll von dir? Oder, Ja, schon. Da, bla bla bla. Open Mic habe ich, jetzt wird das auch wieder angezeigt. Müssen wir schauen. Oh. Muss Ede aufpassen? Nein. Tja. Naja, die Mittellane läuft ganz gut für Goomba. Wieder reingucken und irgendwie die technischen Kram gucken. Wenn ich bei Dota TV auch drin bin. Ich hatte tatsächlich jetzt kurz keine Anzeige, ob ich in-game rede, aber spätestens jetzt ist zumindest die Anzeige da und wahrscheinlich dann auch der Ton da. Bottom Lane, Sky. Keine Ahnung. Also Chill kriegt Farm. Und das ist, glaube ich, so ein großer Punkt bei Goomba, dass sie das haben. Und ein Wraith King, der hat jetzt am Anfang kein Space. Aber hat halt keine Ahnung, er hat den Stun. Er wird Level 6 halt irgendwann bekommen. Und das sollte eigentlich ausreichend sein. Und dann hängt alles an Chill, wie die Rotations sind. Und natürlich ein Kehpapier, der die Mitte Rotating beginnt. Und mal gucken, ob er hier eine Fischer bekommt. Kriegt eine Fischer, ja, geht so. Gerade. Die sind mehr... Es ist mehr... schön. Schön als funktional gerade. Macht es schön im Garten, aber... Nicht so ganz getroffen. Gut. Ja, das mit den Fischern, das muss er noch üben. Er wird in dem ganzen Spiel wahrscheinlich noch genug. Oh, schön vom Rubik gemacht. Und ja, schön gelift auf PJ Salt. Und sogar die Rune wird weggesnackt vom Shaker. Aber ja, PJ Salt hat natürlich ein TP. Und ganz einfach, Bunny wird hier lautet sich vom Batrider. Sehr, sehr lange im Feuer drin. Top Lane. Aber Chill will unbedingt hier den Lion bekommen. Bunny ist auch low, aber Batrider hier schön mit der Bottle. Das wird jetzt erstmal regen. Und kommt er tatsächlich weg? How to get away with murder. Easy peasy, fast schon Double Kill. Aber er wollte halt unbedingt den Lion haben, er hätte sich auch umbringen können. Und dann hätte er wahrscheinlich eher den Slug holen können. Was vielleicht eine bessere Idee war, aber vielleicht Tunnel Vision oder wie auch immer. Kameraführung war da. Bisschen weg. Trotzdem, 5 Minuten drin. Wir haben Roman, der farmt, wir haben Batrider, der farmt, ansonsten Pack ist auch gut dabei, Shadowfiend, daher die Grafen. Erstmal ein bisschen Networth bei Goomba, klar, wegen auch dem First Blood hier, ansonsten sehr Damo wird jetzt in der Mitte gefunden. Ja, hat aber, jetzt kommt die Fischer, aber diesmal, der Fischer-Block, oh nein, armer Roman, versucht jetzt hier zusammen mit Samu, aber da ist, Kebab, will den Kill, will feeden. Oh, und die Jukes. Samu spielt der ultra greedy. Hätte da tatsächlich sich, hätte killen können. Dadurch, dass er hier den Sidestep unten reingemacht hat. Wenn Shaker ihm dahinter gelaufen wäre, wäre gestorben sogar noch. Aber, naja. Zu greedy, also die Fischer war halt ein bisschen doof gelaufen, dass Roman da nicht näher dran kam. Aber dann halt sowohl von Kebab als auch von Roman teilweise sehr greedy, da noch zu bleiben. Und was zu versuchen. Kam Roman überhaupt aus der Fischer raus? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, von hinten nach hinten wäre er rausgekommen, aber er wollte halt nach vorne, hat es ein bisschen ein paar Mal versucht. Und dann war es in dem Sinne sowieso zu spät für ihn. Weil der Shadowfiend stand die ganze Zeit dahinter, hatte noch Raises und war dann sowieso gelaufen für ihn. Shadowfiend, Invis, easy. Aber wird es noch nicht benutzen. Kein Gang vom Shadowfiend. Es wäre ein bisschen verschwendet. Ist jetzt der einzige große Farmer und das sollte er auch nutzen. Shadowfiend als der Snowball-Hero. Ja, brauchen wir natürlich noch 3 Souls. Beziehungsweise ein paar Punkte auf Necromastery. Und für sowas natürlich 3 Souls, was sage ich. 32 hätte ich im Kopf, aber es sind 36 Souls, von daher. Fehlen noch 7 Souls und ein Punkt in Necro. Und die braucht man natürlich erst. Und ja,
keine Ahnung, rotaten auf Shadow Fiend ist halt so eine Sache. Roman hier sehr aggressiv vorne, kommt jetzt, die Fischer kommt rein, André wird low, aber hat noch Stick Charges gehabt und jetzt lebt er immer noch. André turnt sich das Ganze, holt Roman hier einfach. Easy gelaufen für die OP. Und das mit gar nicht so vielen Rotations. Hat sich Roman auch mit ein bisschen überschätzt. Frag mich, warum sie so früh im Spiel schon versuchen, hinter den T1 zu juken und dann nur, um den einen Kill zu bekommen. Ja, der eine Kill ist ja der wichtige. Im Prinzip können wir die Kamera einfach nur auf Laien lassen, weil da war nämlich bisher an allen Kills beteiligt. Oh, dein Lieblingsheld. Na, macht's. Und der Smoke. Schöner Support Laien. Ja. Schauen wir mit dem Smoke hier. Was da so passiert, wollen ja. Wollen sie Roman endgültig zerstören? Ja, 1-2. Was ist das? 2-0? 2-0, 0-2 so, ne? Aktuell 0-2. Frage ist, wenn sie da gesmoked haben, wieso kommt da kein Shadow Fiend rein, um zu helfen? Weil allein werden sie das auch nicht schaffen. Ja, müssen versuchen, den Wraith King zu nehmen, der leider auch schon Level 6 ist. Also, der Smoke war entweder zu früh gezündet oder die Communication war da nicht so ganz so gut. Ich würde es auch auf die Communication sagen. Also, Shadow Fiend hätte halt irgendwie Stacks dann machen können, was wann er wollte. Und hat es halt genau dann gemacht, wo gesmoked wurde. War ein bisschen Miscommunication. Wir haben aber auch Samo, der Stand-In ist, und wir haben... Ah ne, der zweite Stand-In ist Bunny auf dem Slug, von daher... Nur Samo ist eigentlich der Stand-In. Er sollte PJ Salt, Pasulic, das eigentlich geklärt haben. Aber naja, jetzt versuchen sie mal, immerhin die erste Reincarnation rauszuholen, denn... Die hat ja auch einen einigen Cooldown. Kann man mal procken. Außerdem, es ist noch nicht vorbei. Nämlich Pasulic kann hier noch sterben vom Tor. Ah, jetzt ein Hit. Kriegt er hier nicht. Ede ist da. Faintbolt. Oh, der Prock nach unten. Krasse Sache, was Pasulic hier für ein Glück hat. Da kommt aber André von hinten. Ja, jetzt da kommt André von hinten. Und dieser Shadow Fiend ist fett. Schill muss hier aufpassen, muss Pfeifle aktivieren, was er nicht hat. Und muss halt jetzt einfach nur juken. Ede kommt in den Lift, der erste Stun und versucht, muss sich opfern. Sky wirft tatsächlich noch den Stun. Ede lebt immer noch, aber juckt das Ganze jetzt nicht mehr im Race. Roman ist wieder sehr aggressiv drin, holt sich diesmal Samo jetzt. Aber bisher ist es 1-1, okay, weil Chill noch lebt. Wo ist eigentlich Chill hin? Einfach viel gewesen um zwei Supports gerade. Ja, viel Dampf um zwei Supports. Aber ja. Im Prinzip gute Jukes von Goomba hier. Dass wohl Chill nach oben abgehauen ist. Ede hat sich ja halt direkt reingeopfert und hat halt auch noch weiter gejukt, um die Zeit zu verschwenden. War ganz gut, ja. Das wundert mich, dass das so gut gelaufen ist für Goomba. Das hätte bitter ausgehen können. Vor allem, weil da André schön rotiert ist, aber hat dann den falschen Fokus gesetzt. Und ist da einfach nicht schnell genug hinterhergekommen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat André einfach nur die falschen Ziele ausgewählt. Hat halt jeweils die Ziele ausgewählt, die gejuked sind. In den Wraith King halt auch beispielsweise bekommen haben, machen halt irgendwie. Jeder hat so seine eigenen Leute gechased, war nicht ganz klar. Aber es sind halt doch irgendwie. In Retrospekt, die Leute von Goomba sind halt auch ein bisschen panisch rumgelaufen. Oder zumindest sah es so aus. Und dadurch haben sie halt super OP verwirrt. Die Ziele wurden nicht gefokust und Goomba kam halt tatsächlich mit Panic Modes heraus. Stand-in Gaming. Ne. Vielleicht sehen wir hier ein paar mehr Pick-Offs, wenn Pasulic sein Level 6 hat. Kriegt jetzt unten eine Bounty-Rune. Nimm sie dir, ja. Ja, Nyx braucht halt Level 6. Für die besseren Pick-Offs. Wenn wir einen Smoke auf der Top-Lane. Chill holt sich hier den Lion und kommt tatsächlich ran, ohne dass der Lion weder einen Hex noch einen Earthquake macht. Und tatsächlich kriegen sie Bunny, während der Lion im Lasso ist down. Weil Roman noch da ist. Schön gemacht hier. Aber halt auch ein bisschen geschlafen mit dem Samu da auf dem Line. Da kein Hex, kein Earthspike und hatte, glaube ich, mindestens 2 Sekunden Zeit gehabt. Ja, wollte vielleicht noch auf sein Level 6 warten, aber... Mindestens 1,46 Sekunden, also das hätte man doch bestimmt in 1,36 schaffen können. Ja, also der Finger auf dem Hex muss zittern, sage ich immer, beim Line. Weil, ich sag mal, damit kann man viele Initiations, mit einer schnellen Hex-Reaktion kann man vieles kaputt machen. Ja, aber auch mit einer langsamen Hex-Reaktion, jetzt hätte es getan. Muss man natürlich schon 2-3 Mal gespielt haben dafür. Oh, Schatz feiert. Immer so negativ. Nee, so böse war das nicht gemeint. Okay. Man ist jetzt im Generellen, natürlich. Achso, ja. Das klang sehr böse. Ja, man sollte die Helden schon. Ich möchte keine Leute hier flamen. Gut. Gut, schauen Sie mal die Graphen an. 2000 vorne für Goomba, 1500 für Goomba in XP vorne. Also noch nichts. Aber hey, 5 zu 4. 11 Minuten, es passiert nichts. Also gut, es passieren ein paar Clashes, aber irgendwie kommt nichts dabei raus. Schade. Goomba hat jetzt natürlich den T1 auf der Top-Lane schon genommen. Und damit könnte sich der Battle Rate so ein bisschen seine Zeit im Wald
Naja, hat einen Ping. Ich denke, er wird es jetzt eng aggro machen. Bis er vielleicht seinen Frostdev hat, aber ich würde, glaube ich, auch eher aggro jetzt gehen und versuchen dann jetzt die frühe Zeit noch auszunutzen. Bei ihm geht's sehr gut, 3-0-1 auf den Batrider. Schön gechillt, quasi. Rurik muss jetzt aufpassen. Problem. In der Mitte? Aber Aspect, keine Range. Ja, der Hexer hat auch eine große Range. Hier. Roman, zu greedy, glaube ich, gespielt. Zu greedy gespielt, da hat er keinen Vortex mehr gehabt, hat zu viel Mana gehabt. Und Ede klaut den Finger und holt hier André fast. Betonung auf fast und alle von OP überleben. Ah, das war bitter gelaufen. Ich glaube, da hat Roman einen Ticken zu weit vorgesappt, sodass er kein Mana mehr für den Vortex hatte. Und dann kam halt der Hex und zu der Zeit, wo wir schon drauf geguckt hatten, war das Mana vom Vortex da, aber mit der Bottle halt. Und halt. Hat Samo Vision gehabt auf den Rubik, der ein bisschen auf einem leichten Highground stand, weil er im Fluss war, Samo. Weil er hat beide disabled, sowohl den Earthspike als auch den Hex auf einen Target verwendet. Auf den Rubik hat ihn halt attacked, dementsprechend hat er Vision bekommen. Hat halt geliftet und getaggt. Dafür, da hätte er down gehen können, Samo. Das war sehr risky gespielt. Ja. Also da doch lieber versuchen, auf zwei Heroes die und beide wieder, Roman, zu kurz für den Vortex, nicht rangekommen. Eine Vortex macht ja doch keinen Damage, von daher hätte es durchaus durch die Spikes durchmachen können. Aber, keine Ahnung, so ein bisschen immer zu kurz für den Gummer. Wollen nicht so ganz committen, ist ein guter Call, würde ich jetzt sagen, weil sie sind nicht so weit vorne und sind außerdem zu viert und in den T1 zu committen nach 13 Minuten ist vielleicht nicht so sinnvoll. Aber persönlich kann jetzt wieder gleich scouten gehen. Hat die Mana Boots jetzt auch gleich auf Cooldown. Jetzt hat er sie auf Cooldown. Und macht genau das. Mana Boots aktiviert und geht jetzt in den Wald scouten. Dürfte aber nichts finden. Ja, und wenn, dann wird es ihm noch nichts helfen, weil er kein Backup hat. Jetzt kommt der Backup hinterher. Rotiert aber falsch und könnte jetzt gerade beim Auslaufen in den falschen laufen. Ja. Genau, Ede wird getroffen. Schöne Fischer. Hat auch schön den Earthbike gestohlen. Return ist auf Samo. Samo lebt immer noch. Kommt hier down. Schöner Lift auf André, dass er nicht poppen kann. Dass er nicht die Nuclear Explosion anmachen können. Aber wieder 1-1. Viel Luft für nichts. Sky schön in die Mitte. Versuchen sie halt direkt in der Mitte den Kill zu holen. Roman kriegt hier die Rune. Und ja, sollte damit eigentlich okay sein. Hat er gerade den Ulti geforst? Ne, das war schon länger dauern. Aber ja, in der Mitte. Jeffso lebt immer noch hier. Und die lassen ihn nicht richtig rausbekommen. Das hat nicht gereicht. Roman jetzt Long Range Vortex hier. Aber es ist sehr low, muss hier raussetzen. Und schafft es tatsächlich noch raus. Ganz knappe Sache. Wraith King schön mit der Reincarnation geprockt. Und im Endeffekt hab's einen Pack bekommen. Aber noch ist er nicht vorbei. Chill. Hat seinen Firefly an. Kann da easy rauskommen. You can take this guy from me. Ja, aber ich finde es halt recht schön von Goomba hier, dass sie das engaged haben. Sie haben halt direkt gesehen, okay, unten sind alle. Pack es alleine in der Mitte. Rotations, wer nicht kommt, sagt direkt in der Mitte Go gemacht. Und ich glaube, damit hat so ein bisschen OP überrascht. Klar kam halt ein, zwei Rotations hier direkt rein. Aber dann war halt Pack schon fast down. Und diesmal hat es Roman richtig gemacht, hat auch sehr, sehr viel da evaded mit den Zips, wo halt irgendwie hier, halt so irgendwie weggesippt ist in der Mitte. Hat er, glaube ich, ein, zwei Raises sogar damit gedodged. Sehr ja, knapp, hätte er nicht alle gedodged, wäre er sogar down gegangen. Der war ziemlich low am Ende. Batz und oben. Chill, ups, persönlich, das war nicht die Reihenfolge, aber sollte er nicht überleben. Firefly, Max Jukes, aber nein. Ist auch zu einfach und Firefly geht wieso tatsächlich kriegt er noch den Kill? Slackdown. Warum lebt Chill noch? Seriously? Krass. Also, dass sie jetzt, da so viel herlaufen. Bam! Gerade. Ja, aber echt. Und dann kam die letzte Fischer von Kebab. Und sagt irgendeinen Witz mit Dönern. Nein, das wär's vielleicht. Ja, questionable plays von OP hier oben. Er hat zum Slug halt komplett durchs Fireflame herlaufen. Klar, hat auch schön gespielt von Chill und auch schön genutzt hier der Flamebreak halt genau vor sich, um die Leute zurückzupushen und so, ohne sich zu turnen, ohne Zeit zu verschwenden. Auch schon super, super Plays von Chill, aber prinzipiell, dass sie da halt gestorben sind. Definitiv die in ihre Schuld. Der Pack wird gesehen. Ja. Jeder hat ihn da auch schon, aber hat leider nicht den Pounce gestohlen. Aber jetzt kommt direkt der Go hier auf Samo. Longrange Zip und die Fische ist leider schon weg, aber. Ein schöner Dank ins Nichts. Denn da war schon down. Roman mit der Double Damage Rune.
Die war ein bisschen unterschätzt, wie viel Damage doch da ist. Wollten hier auf Nummer sicher gehen, da kommt. Bunny kommt rein. Oh, schön. Und Lasso. Nein. Schönes Ulti geforst aber auch noch. Auch schön gewartet natürlich von Chill. Hat auch doch gesehen, okay, natürlich wird er jetzt. Wird jetzt einen Dark Pact anmachen, wird es versuchen zu purgen, aber schön gewartet und hat dann im Endeffekt noch ein Ulti rausbekommen. Wenn er halt auch nicht den Schlag bekommen hat. Aber ein Schlag ohne Ulti. Das hat auch schon Vorteil für Goomba und jetzt können sie den Tower einfacher pushen. Sonst mit Kebab, der hier gut steht, sobald sollten sie kommen, werden sie auf jeden Fall hier mit der Fische eingesperrt. Aber dafür ist Pasulch da und versucht hier mal den ersten Engage zu machen. Wen wird er hauen? Ede wird es sein? Ja, Ede wird es sein. Oh, ein Dreamcall auf 2. Schön gemacht. Ede wird hier direkt down gehen. Kebab versucht hier zu TP'en und schafft es nicht ganz. Der Hex ist down. Natürlich der Finger. Weil 3 Minuten auf Cooldown für so einen guten Spell muss man halt mal aufs Cooldown setzen, ne? Keine Chance, da wegzukommen. Ja, man muss halt fingern mit ihm. Das ist klar. Ja. Er muss auf jeden Fall mal wieder sich ein TP holen. Ja, hat er jetzt verbraucht. Kurz rotieren, kurz in die Mitte und dann TP holen. Ja, gut, der Finger ist jetzt so eine Sache, aber klar, hey. Unten sehen wir einen Pick-off von Chill. Und Bunny brennt. Aber ich weiß nicht, ob er wegkommt. Sollte nicht wegkommen, weil der Blinkdeck wieder auf Cooldown kommt, aber da ist der Firefly leider ein bisschen zu früh ausgelaufen. Der Punkt ist auch, dass die Rotations halt jetzt auch da sein könnten. Es wäre doch wieder so ein Greedy Play. Und bisher hat Chill noch nicht so die Greedy Plays geliefert. Was halt, glaube ich, ein Vorteil für den Batrider ist. Weil Batrider kann halt, muss halt nicht greedy sein, um die Pick-offs zu holen. Kannst du doch einfach so Pick-offs holen. Goomba jetzt mit dem Smoke aus der Base. Wir versuchen hier aus der Tower Defense ein bisschen was mehr rauszukriegen. Jetzt muss Goomba. Kommt mit dem Gaunt. Oh, wie Roman in die Luft geflogen ist. Fischer, es war gut, aber Roman direkt in die Luft geflogen. Kebab steht jetzt hier gut, aber hat leider keinen einzigen Punkt in der Endshot-Totem. Vielleicht müssen Greedy, sonst hätte er hier noch einen Stun machen können. Samo geht natürlich down. Auf der anderen Seite haben wir Chill. Versucht Pasulch zu holen, aber nix da. 1:1 für Roman getradet. Was ein Desaster für OP. Und selbst der Pack überlebt das Ganze. Und dann können sie eventuell Renegade machen. Blinkdagger und die Dreamcall ist da. Firefly raus, jetzt sind 3 zusammen. Eventuell sind hier Möglichkeiten da. Aber Jeff so zu weit hinten, zu defensiv. Klar, ohne Line zu fighten ist die Sache, aber eigentlich ohne Roman. André ist halt noch nicht ready da zu kommen. Hat 10 Sekunden auf dem TP und ist zu faul da hinzugehen. Will lieber im Wald farmen. Von daher sagt sich OP, okay, wir warten auf euch. Wir müssen nicht fighten, wenn wir nicht wollen. Ja, das hat sich Goomba anders vorgestellt. Auch da, dass dann auf Level 9 der erste Enchant Totem auf den Earthshaker rauskommt, finde ich ein bisschen wenig. Weil gerade diesen einen Values dann zu haben, gerade wenn man irgendwie im Team vermitteln drin ist, ist nicht verkehrt. Ja, habe ich halt auch. Jeff so wird hier. Kommt hier low, aber belebt das Ganze. Face Shift für Rubik bringt nicht so viel. Pasulch ist ein bisschen zu weit vorne, wird jetzt hier gefunden. Und schöne Echo Slam. Jeff so springt dann genau rein. Oh mein Gott. Das lief nicht so gut. Und da wird er gebracht. Bunny ist sich nicht sicher, wohin will und hat jetzt leider die falsche Entscheidung gemacht. Hat jetzt das Ulti an, aber wird im Firefly burn. Und auch Samu hat jetzt das Problem. Oh, zu weit vorne. Da Ede mit dem zu Blink. Lange da. Holy crap. Wo hat Ede den Blink her? 4-4. Und 1000 Gold. Ede mit dem Place zwischen Blinkdagger und Shadow Fiend. Schön. Oh, die Fische. Holy crap. Ja, und jetzt kann André eigentlich nichts machen. Aber die Fischer macht halt keine Vision. Von daher, Goomba wissen nicht, dass André hier ist. Und André weiß nicht, dass Goomba nicht weiß, dass sie hier sind. Oh Mann. Ja. Da denkt sich, the fuck? Space created. Space created. So, hä? Aber jetzt klar. Können sie den Mid-Tower ein bisschen mehr pressuren? Wollen sie aber nicht. Macht denn unser Wraith King unten? Versucht ein bisschen Farm nachzuholen. Sehr schöne Stats bisher. Ja, Wraith King, also ich weiß nicht, wie sieht das im Late Game aus? Wir haben Slark, wir haben Shadow Fiend. Line kann man eigentlich, ja gut, Line wird ein bisschen useless mit den BKBs. Ansonsten Nyx fällt glaube ich auch ab und packt sowieso auf der Seite von Goomba für einen Batrider, der geil ist. Ein Earthshaker, der geil ist, ein Stormsplit, der geil ist, ein Wraith King, der geil ist und ein Rubik, der in dem Falle hier Dreamcall stehlen kann. Ansonsten keine großen Ultis jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Na gut, das Line-Ulti ist immer schön. Ja, Finger ist ganz gut. Dreamcall, was haben wir denn da noch? Ja. Ansonsten, also das würde ich jetzt mal die wichtigsten Ultis schätzen. Jetzt kommt direkt Engage auf Samu hier. Und schön gewartet von Chill halt hier. Wussten, dass Samu down ist und gehen jetzt auf Jeff so. Und finden ihn hier auch. Schöner Kill mit der Keule. Mit dem Lasso. Kommt das TP tatsächlich rein noch von André? Das
sehr riskant. Nein, ich habe nur gerade gelacht. Also, Jeffso ist halt Level 2 gerade geworden. Hat die Dreamcore Level 2. Also ist Level 11 geworden, hat die Dreamcore Level 2 und damit genau beide, sowohl Kebab als auch Roman, genau in dem Moment aus der Dreamcore rausgelaufen, als sie vorbeigeworfen ist, aber halt einen Ticken zu früh und wurden beide gestunt. Auch wenn Roman natürlich nicht so wirklich gestunt wird. Okay, ja. Aber mehr Forcen in der Mitte. Scheint aktuell so. Mehr und haben auch mehr Disable. Ist er noch da? Jetzt geht der Rasking rein. Ja, oh, ein schönes Dodge von André hier. Und kann natürlich direkt poppen und kriegt aber nur Sky. Trotzdem, Kebab direkt mit dem Dunk und direkt persönlich angenommen. Schön gemacht. Sky hat jetzt hier ein kleines Problem, hat aber das Armlet. Und schöner Force-Staff natürlich von Chill hier runtergeholt. Auf der anderen Seite runterholen. Bunny ist jetzt auch im Lowground. Aber jetzt geht's bisher eigentlich OP ganz gut da oben. Kriegt jetzt nochmal einen schönen Stun, kriegt noch eine schöne Fischer, kriegt noch einen schönen Flamebreak und den Fadebolt und einfach von oben einfach. Schön gemacht. Einfach so, ach, nimmst du noch den? Nimmst du noch den? Ach, und den kriegst du auch noch. Generation Luna so auf dem Stormspray, damit kann er einiges anfangen. Ja, und Ede überlebt noch mit 5 Leben. Und direkt natürlich. Oh, das lebt er noch. Krass, hin und her und hin und her. Ich wollte eigentlich gerade irgendeinen Pun über so ein Kartenspiel. Was war das? Viel gewinnt oder so? Ne, nicht viel gewinnt. Quatsch, viel gewinnt. Irgendwie Uno oder so, wo du halt immer noch eine mehr reinkriegst. Immer noch so, ach, 2 plus, ja, nimm die auch noch und die auch noch. Immer noch ein ja, mehr so Spell gegeben. Die Heroes einfach rein und jetzt muss OP aufpassen, dass Gumba nicht anfängt zu snowballen. Ja, Snowball 23 ist besonders toll. Im Battle also ich glaube, ganz besonders toll. Goomba hatte jetzt schon, also prinzipiell haben sie auf allen Helden das, was sie brauchen. Ich meine, Chill ist fett. Wir haben Roman, der den Orchid hat, das reicht. Earthshaker hat jetzt den Blink. Seinen Blink, ja. Na klar, Wraith King mit Blink und Armlet reicht vollkommen und Ede hat auch schon länger den Blink und hat seriously in 1600 Gold sein Argenims fertig. Dreamcall mit Argenims, ja, Finger mich, mit dass Argenims, er hier geil. Auf Argenims geht. Finger, hallo. Finger. Ja, aber nur Finger, oder? Ja. Keul? Ja, Keul. Keul natürlich auch. Keul durch, ja, okay. BKB durch. Macht halt Spaß. Ja, Keul und Finger, glaube ich, lohnt sich sogar. Besonders weil, ich weiß nicht, vielleicht ist ein Oils besser geworden. Oder halt auch einfach ein Force-Staff. Aber das ist nur mal so. Force-Staff ohne irgendwie sowas. Oder haben sie eine Uhr? Oh, jetzt erstmal hier ein Gate von Roman hier. Sehr confident. Aber. Der nächste Pick-off. Zahlt sich aus. Zahlt sich aus. Guck mal, sind noch komplett in Force da. Haben halt auch die nötigen Wards alle, um da die Action zu machen und easy peasy. Ja. Abschließend zu Edis Argenis wollte ich halt nur sagen, so, das ist eher eine persönliche Meinung, beziehungsweise wenn ich halt auf Rubik dann so viel Farm bekomme, dass ich eine Entscheidung habe und dann auf Argenis gehe, geht es mir halt meistens schief, weil ich, das ist zu viel Micro, also 2 Sekunden ein Spell ist zu viel. Du musst ja auch nicht alle 2 Sekunden einen neuen Spell stealen. Ja, es ist halt, du musst halt den schönsten aus. Das Schöne ist, dass du halt die Möglichkeit hast, das ist ja das Schöne dabei. Du hast aber halt ich sag mal, für ihn ist das natürlich unglaublich auch ein Tank-Item dadurch, ne? Also auch Argenims für den Support, das vergisst ja, man, das gibt ihm ja dann Leben. Wie viel, ja. Also das ist schon eine schöne Sache. Und ja, man will es einfach haben, sehr aggressives TP so hier oft. Und Samo geht halt an. Was war das gerade von OP? Hart gepunished von Goomba. Rein TP'd und direkt down. Ja, krass. Krass easy. Ihr Line-Up sehr gut. Pick auf im wahrsten Sinne. Sogar eine Haste Rune auf dem Batrider. Aber lass so down. Schade. SV-Runde. Ja, sie können jetzt die Tower nehmen und dann nach dem ersten Highground-Push vielleicht schon GG erwarten, auch wenn das jetzt böse ist von mir. Nö, ist es nicht. Guck mal, sind sehr weit voraus. Guck dir mal die Graphen an, die sind mit 14.000 Networth und über 15.000 XP vorne. Haben halt den kompletten Tower-Vorteil. T1-Tower stehen teilweise halt noch bei Goomba. Nur der T1-Tower Bottom ist gefallen. Es sah am Anfang halt recht even aus. Am Anfang haben sie ein bisschen vielleicht gethrowt oder so. Aber halt danach haben Goomba alle Fights gewonnen. So hauptsächlich die Fights, die in Favor eigentlich auf OP waren, haben Goomba komischerweise gut rausgekommen. Mehr oder weniger gut. Und ab dann ging es nur noch bergab für OP. Von daher stark Goomba vorne hier. Stark in Favor. Und es wird sehr, sehr schwierig hier noch was rauszubekommen. Denn du hast es schon gesagt, Goomba hat ein Pick-Off-Line-Up. Und wenn sie hier nur auf Pickoffs laufen, werden OP nicht einfach so ein Teamfight bekommen, wo sie vielleicht was turnen können. Persönlich wird jetzt schön auf die Klippe gezogen und wird da doch einfach burnen. Aber noch ist Chill nicht weg. Muss ja erstmal noch weg vorsteffen. Aber ja, Persönlich wird da einfach brennen. Aber naja, gut.
Da kommt der Finger und dann werden sie es auch beenden. Kebab ist jetzt hier low, kann mit dem Oils eventuell Blade blinken. Blink! Nein. Hat sich geschafft, auch ein schönes, schön getimter Dark Pact. Und 2 zu 0, okay, 2 zu 1, denn das Feuer war immer noch da. Aber das war es nicht wert, und besonders der Chill. Der Chill Death war sehr viel wert. Einiges an Gold und einiges an XP hier. Für OP. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt hier wirklich die XP in den Gold brauchen oder ob sie halt einfach die Tower und die Teamfights brauchen. Denn ein Item, wie sieht es eigentlich mit Items in Sachen OP aus? Wir haben halt den Blink, also Puck hat seine Items. Shadowfiend hat seine Items, lag nichts, so ungefähr. Und das ist wahrscheinlich eher das Ding. Dass sie haben halt Shadowfiend, können damit Dinge tun, aber wenn sie gepickt werden, wird das nichts. Slug hätte vielleicht überlegen können, wenn die, die Phase jetzt im Spiel so schlecht läuft, dann braucht er auch nicht zu versuchen, auf den, wie heißt es, das Eis Orb, what the fuck, wieso fallen mir jetzt Itemsnamen nicht ein, genau, Eye of Skadi zu gehen, sondern lieber dann auf den Shadowblade und dann versuchen, seiner Seite ein paar Pickoffs zu kriegen. Das wird in der Regel immer so gespielt, habe ich mir sagen lassen. Wenn man als Slug merkt, dass es nicht ganz so einfach läuft, dann versucht man auch gerade mit dem Shadowblade ein, zwei Pickoffs zu machen und dann ist man eigentlich wieder top of the top sozusagen. Ede wird jetzt hier gefunden. Ja, scheint. Ist aber schnell genug. Die Sache halt bei Shadowblade ist, dass, ja, wenn du ein bisschen zurückläufst, sollte es funktionieren. Das Problem ist halt aber auch, dass, wenn sie halt so weit weg sind wie jetzt, guck mal, so weit vorne, dass sie sich halt einfach einen Limbler leisten können und dann bringt das Shadowblade gar nichts. Das ist halt, das ist eher das Problem. Schöne Filter jetzt hier, schön auch gewartet von Kebab. Und OP kommen nicht wirklich weiter. Und werden halt auch einfach wieder reengaged, ne? Das ist das Problem. Skies geht jetzt hier rein, hat natürlich sein Ulti, kann natürlich locker sterben, aber Roman hin, rein, zurück, rein, holt sich halt die Kills. Sky geht jetzt zum ersten Mal erst down und hat noch ziemlich viele Leben gehabt. Kebab holt jetzt einen Slam, Bunny geht jetzt auch down. Tja, und im Endeffekt lebt nur noch Jaso, der alleine nach Hause laufen kann. Mit weinerlichem Gesicht und wenig Leben. Buyback von Slank muss kommen. Highground Push wird jetzt kommen. Die Frage ist, ob sie mit dem Buyback das warten kann. Shadowfiend hat keinen Buyback. Tüttüm. Aber gut, wir wissen es nicht. TP'n zurück, wollen es nicht wissen. Haben einen Buyback geforst, immerhin. Und klar, bei 32 zu 14. Können sie das noch gut weitermachen? Vielleicht warten sie noch auf das Ulti-Cooldown und das BKB auf den Wraith King, um dann die Highground-Entscheidung zu treffen. Können jetzt, brauchen eigentlich nicht mehr auf viel zu warten, sie können jetzt direkt Highground gehen beim nächsten Angriff. Warten sie noch irgendwelche besonderen Items? Batrider könnte sich noch was kaufen. Pose. Bomba, ja, da ist Chill weg. Da ist Chill weg. Wer ist denn hier wieder pausing? Ich dachte, sollte einen Namen vorstellen, wer das post. Volvo, please. Batrider hat gepost. Ja, aber wer ist pausing? Steht bei dir, Chill ist pausing? Ne. Boomba Chill Batrider has... Achso, ne, ja. Und korrekt. Danach ist pausing. Korrekt. Empty name is pausing the game, so. Na gut. Chill ist wieder da, aber ja, hat auch schon ein Game, ne? Also danach, was ist das? BOTs werden das sein und... Chivas? Keine Ahnung. Refresher wahrscheinlich sogar. Something Luxury Problems. Ja, wahrscheinlich Refresher oder so für Chill. Aber erst nach den BOTs. Dann kann man zur Not, kann man halt auch noch Mask of Madness gehen, aber das ist... Keine Ahnung. Man hat unbedingt die 522 Movement Speed braucht. Und das, wundert ja. Mich, dass Goomba bei einem Pick-off-Lineup keine Urne baut. Natürlich jetzt irgendwo auch egal, ja. Aber so am Anfang vielleicht auf dem Rubik nicht verkehrt. Stimmt, gewesen. Ja. Ich glaube, das war der Plan, aber Eda hat halt irgendwie so viel Gold im Aufnahmen bekommen, dass es sich einfach gelohnt hat. Hat einfach so viel geheult, dass es halt sich gelohnt hatte. Sowas zu holen. Oh Gott, was ist das für ein Zip? Es war ein Viertel der Map von Roman. Geholt, gekillt und geexecuted. Klar, es ist recht eindeutig jetzt, wo der Ward steht. Nach diesem Zip über die halbe Map, aber lohnt sich. GG. Dieser Zip hat gerade Goomba das Spiel gewonnen. GG-Zip? Ja, GG-Zip war das gerade. Well played von Goomba. Ja, absolut nicht zu früh und absolut nicht irgendwie vorzeitig. Gut runtergespielt, aber ja, schöner GG-Zip am Endeffekt von Roman hier. Wir haben das bei OP gegen Cyclones auch schon gesehen, dass sie verstehen, wann das Spiel rum ist und dann auch GG callen. Das gefällt mir ganz gut bei ihnen, ehrlich zu sein. Ja, manche Leute sind halt ein bisschen dagegen, aber ich bin auch ein sehr großer Fan von einfach zu sagen, so, naja, es ist halt vorbei. Wir haben, es ist halt nicht das einzige Game, was wir tun und wir verschwinden uns eine Zeit. Lass einfach das nächste machen.
und dann passt es. Ja, natürlich hätten sie jetzt noch irgendwie ein bisschen noch 10 Minuten defenden können und dann wäre es dann Dungey gewesen, aber ich bin auch davon eher ein Freund, jetzt einfach zu callen und dann ist auch gut. Next game. Ja, go, go, GG, go next. Das ist auch die Devise für dieses Mal. Wir sehen uns in 5 Minuten hoffentlich wieder im Game 2 Goomba vs. DOP. Bis dann.